40 hat Trudi Gerster angefangen, im Schweizer Radio DRS Märli zu erzählen. Mittlerweile hat die prominenteste Märli-Tante der Schweiz drei Generationen mit ihrer unverkennbaren Stimme durch die Kindheit begleitet. Zu ihrem 90. Geburtstag gibt es einen Film über das Leben der Märli-Königin. Gestern hat der Film zu Basel die Premiere gefeiert. Dono Gablinger hat Trudi Gerster und die Familie ins Kino begleitet. Applaus und Standing Ovations für Trudi Gerster. Gestern ist der Doc-Film «Trudi Gerster, die Märli-Königin» zu Basel präsentiert worden. Erzählt wird von ihrer Karriere als Übermutter von der Märli, aber auch ihr Privatleben wird durchleuchtet. Trudi Gerster ist geirrt und staunt. Dass man Märli so ernst nimmt, dass man sogar einen Film macht. Gerührt ab dem Film ist auch die Familie von Trudi Gerster. Die Enkel wissen aber, dass ihre Omi ihnen viel mehr auf den Weg gegeben hat als nur Märli. Meine Oma hat mir zum Beispiel Schwimmen beigebracht. Meine Oma hat mir beigebracht, wie alle Blumen heissen und so Sachen. Das ist immer wieder, ja, das fällt einem immer wieder ein. Und das hat eigentlich nichts mit dem Märli zu tun in dem Sinn. Sie ist sehr jemand, der das Leben genießt. Und sie schafft sehr hart für das, was sie erreicht hat. Und das hat sie, glaube ich, uns auch schon weitergegeben. Es ist einmal eine grosse, dicke Sau gewesen. Trudi Gerster hat ihren Enkel schon früh gesagt, wieso die Menschen Märli so gern haben. Weil es immer in den Märli gerecht zugeht. Die Bösen werden gestraft. Und die Guten werden belohnt. Leider ist das in der Wirklichkeit nicht immer so. Trudi Gerster schaut auf ein bewegtes Leben zurück und wünscht sich zu ihrem 90. Geburtstag Gesundheit, damit sie auch noch ihren Urenkel viele Märli erzählen kann. Ab dem 10. September läuft der Film über die Märli-Königin Trudi Gerster auch in Zürich, allerdings nur in ausgewählten Kinos. Für Tele Zürich aus Basel, Dana Gablinger.